ihr, da lud ich, natürlich um ihn zu verführen, einen aalglatten Eroberertyp zum Abendessen ein, dessen Ruf als guter Koch mich nötigte, mich mit meinem Menü erheblich anzustrengen. Ich entschied, dass eine Trüffelomelette mit einem Wölkchen aus rotem Kaviar bestreut, der Graue überstieg meine Möglichkeiten beträchtlich, eine offensichtliche erotische Einladung darstellte, etwa so, als schenkte ich ihm rote Rosen und das Kamasutra dazu. Er murmelte etwas auf Italienisch, was meinen Ohren wie eine Liebeserklärung klang. Aber es kam auch der Preis für die Hand. Endlich ließ er mich widerstrebend los und holte aus einem Fach ein paar sepiafarbene Wildlederhandschuhe, so weich wie ein Eichhörnchenbauch. Und dann begann er mit wohlüberlegter Bedachtsamkeit, sie mir anzuziehen, Finger um Finger, bei jedem Gelenk innehaltend und sah mir dabei in die Augen schwer atmen, mit feuchten Lippen. Mein bewegtes Leben aufzunehmen. Wenn ich daher wichtigen Besuch erwarte, kaufe ich sie in der besten Konditorei der Umgebung, nehme die Verzierungen ab, lege die Torte auf eine Platte unseres Geschirrs und hüpfe dann zweimal mit ihr um den Esszimmertisch, bis sie genug zusammengerutscht ist, um es